Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Disney Legacy Challenge. Ja, das letzte Mal waren wir ja noch bei Eric zu Hause und wie ihr gesehen habt, ist es nicht so rund gelaufen dort und der arme Eric hat von Simon tierisch eine auf den Deckel bekommen. Es wird noch sehr interessant werden, wie das Ganze weiterläuft. Und heute sind wir bei Bernhard und Bianca zu Hause, denn es wurde sich ja gewünscht, dass ich mal bei ihnen spiele. Und wir werden auch abwechselnd mal bei den anderen Sims spielen. Und ja, ich habe ein bisschen umgebaut. Sie haben ein neues Haus bekommen, das habe ich aber nicht komplett selber gebaut. Das habe ich mir in der Galerie runtergeladen und ein bisschen angepasst. Das Originalhaus ist von Misha. Ja, ich habe mir ein Haus von dir rausgesucht und ich habe es ein bisschen angepasst, dass es für alle passt und die Zimmer ein bisschen umgebaut, aber nicht alle Zimmer. Bei manchen habe ich einfach nur die Wände angepasst und ja, und ein bisschen den Garten habe ich gemacht. Und auf jeden Fall steht einiges in dieser Folge an. Ihr seht hier schon Bianca und Christy. Ich würde sagen, wir gehen mal hier aus diesem Taktmodus raus und wir gehen in Erstelle einen Sim, denn die Kinder von Christy und Bianca sind ja zu Teenager geworden und ich habe die anscheinend noch nie umgestylt, so wie es aussieht, denn er hat voll creepy Zähne. Und auch eigenartige Outfits und manchen Sachen. Also, ich hätte mir eingebildet, dass ich die mal umgestylt habe, aber anscheinend nicht. Ich mache da jetzt mal ein Speed-Umstyling, denn ich werde mir die anderen auch durchschauen, ob ich da was verändere. Denn auf jeden Fall werden wir in dieser Folge eine Hochzeit feiern, denn Christy und Bianca sind nämlich schon voll lange verlobt, aber noch nicht verheiratet. Und das werden wir heute natürlich auch ändern. So, aber auf jeden Fall geht's mal jetzt ins Umstyling. We'll be right back.
Ja, ich bin fertig, glaube ich. Laut OBS habe ich jetzt eine halbe Stunde nur Umstyling gemacht. Ich glaube, das wären 10 Minuten. Bin mir nicht sicher, wie lang das jetzt ist, aber egal. Wir schauen uns schnell die Outfits durch. Also, das ist jetzt Anne mit ihren Outfits. Ich denke, das passt schon so. Dann Lukas mit seinen Outfits. Ich finde ihn sehr hübsch. Zwar ist er ein bisschen dürr, würde ich mal sagen, aber ist okay. Christy habe ich nur ihr Hochzeitskleid, also ihr Hochzeitsoutfit, geändert. Leo habe ich eigentlich auch nicht wirklich umgestellt. Ich habe ihm jetzt eine neue Frisur gegeben. Hier im Alltagskleidung hat er einen Pulli bekommen, sonst ist auch alles ziemlich gleich geblieben. Bernhard habe ich ein bisschen angepasst. Er hat jetzt seine Schminke ab, seine Haare wieder schön sozusagen. Da habe ich nur ein bisschen was geändert. Ja, und dann halt bei Bianca das Hochzeitsoutfit. Ja, dann schauen wir weiter. Ah. So, ich musste kurz mal aus dem Spiel und dann wieder rein, weil mein Ton weg war. Das ist Notfall, interessiert mich nicht. Ich da benachrichtigt. Es ist halt mitten in der Nacht noch Hochzeitsvorbereitungen zu treffen. Da ist ein bisschen blöd, aber muss man damit leben. Das wird so eine spontane Hochzeit. Jetzt werden, weil die ja schon so lange. Wenn du Hunger hast, könntest du dann für alle kochen? Was machst du? Ja, du gehst mal an deinen Computer. Ist so klar. Ist so klar. Du bist verspielt, das ist okay. Brav am Kochen. Die geht trainieren. Er ärgert sich über irgendwas. In der Schule gemobbt. Die werden alle in der Schule gemobbt. Und sie ist kokett. Man sieht ihn. Nein, oder? Das hat aber jetzt nicht lange gedauert. Was war das? Sie hat ihn angeflirtet. Sie wollten im Kasten irgendwas machen. Bernhard, das trifft mich unerwartet hier. Und dass Anne sich an Bernhard. Ich meine, Bernhard ist ja nicht. Er ist ja bisexuell. Also, er wäre ja nicht abgeneigt von Frauen. Aber. Sie ist ein Teenager und er ist ja auch schon fast erwachsen. Also er ist eigentlich viel zu alt für sie. Ich meine, okay, wo die Liebe hinfällt, aber ich glaube nicht, dass das für sie wirklich Liebe ist, sondern keine Ahnung. Das Mädchen hat das faustdick hinter den Ohren. Und ich bin froh, dass er es abgebrochen hat. Vielleicht ist er drauf gekommen, dass es doch falsch ist und hat gesagt, nein, lieber nicht. Ich hoffe, er bleibt weiterhin vernünftig. Wow. Ja, das hat mich jetzt komplett aus der Fassung gebracht. Du bist ja nun ein Babylein. Ja, ich hoffe, es passiert nichts Unvorhergesehenes. Ich werde trotzdem etwas vorspulen hier die Nacht. Dass wir dann Hochzeit feiern können. Es ist nicht der nächste Morgen, aber es ist jetzt am Morgen und
Soweit sind hier alle munter. Sie ist etwas kokett. Das ist aber soweit ganz okay. Sie muss dringend aufs Klo. Das soll sie noch machen. Und dann, ja, wären wir, und ich hoffe, es haut hin, ein gesellschaftliches Ereignis planen. Ja, sie macht es einfach, während sie am Klo sitzt. Ist okay. Eine Hochzeit. Da haben wir natürlich das Brautpaar. So, Bernhard, Lukas, Anne, Leo, Dieter, Philipp. Alle, die wir einladen können, laden wir ein. Das waren ja alle von der Familie, die sie noch kennt. Hey, dich laden wir auch ein. Ich kann ihn nicht einladen. Ist okay, müssen wir auch nicht. Einen Caterer brauchen wir. Gehen wir dort heiraten, wo Snow und George geheiratet haben. Und ich hoffe, es wird nicht so wie dort, wo wir 100 Jahre warten müssen, bis alle mal auftauchen. Ja, ich weiß, dass wir einen Kuchen brauchen und den haben wir auch. Den haben wir mitgenommen. Und den stellen wir. Haben wir nicht hier draußen? Dahin. Und da vorher irgendjemand. Okay, wir werden hier mal freundlich vorstellen. Okay, Harris hat keinen Bock auf Hochzeit. Kalia ist hier. Wendy, Hubert, Merlin, es kommen alle, obwohl Wendy irgendwie ein bisschen traurig ist. Vielleicht ist sie traurig, weil. Und wen war jetzt Minus? Was war jetzt? Was war jetzt? Bernhards folgendes Merkmal von Philipp kennengelernt. Gemein, ja? Philipp ist gemein. Oh, Erik konnten wir nicht einladen. Ist okay. Das ist schade irgendwie. Philipp? Benimmst du dich bitte? Ja, wahrscheinlich ist Erik einfach deswegen nicht dabei, weil Simon gesagt hat, nein, du hast Hausarrest, du gehst nicht auf eine Hochzeit. Ja, und Philipp, ja, zeigt sich von der besten Seite, ne? Könnt ihr euch küssen? Bitte, Dankeschön. Denen dauert das alles ein bisschen zu lange, wie es ausschaut. Wir machen hier schnell mal eine Runde bilden. Die ist einfach sauer. Body Shame. Du musst wirklich unglücklich mit. Oh, Philipp. Und das am Hochzeitstag von den beiden. Und endlich heiraten sie. Ich kann mich echt nur wundern über meine Sims. Ich will ein schönes Foto haben von euch beiden. Ist das? Das finde ich schön. Und jetzt? Ringe tauschen. Macht keiner was. Ich hab's verpasst. Wir sind verheiratet. Erstes Stück nehmen. Er muss dann den Kuchen anschneiden. Das haben wir nicht mehr. Da. Natürlich gehört das auch dazu. Oh, ich wollte ein Foto machen. Die sind immer so schnell hier. Ah, sie sind verheiratet. Das ist so toll. Und jetzt können wir zusammen was trinken gehen, wenn nicht gerade hier. Ist ja niemand. Ist das möglich? Kannst du mal einen Mixer engagieren? Irgendwie kommt da keiner. Der mit seinem blauen Pfeilchen, was er immer noch hat. Ja, ihr könnt alle ein Stück Kuchen nehmen. Beeilt euch, bevor alles weg ist. So. Nicht vorher ihn geschrieben. Gestresst. Ich hasse Drama. Okay, dann reden wir am besten nicht mit ihr, wenn du irgendwie das.
What the hell? Ach nö. Ja, jetzt sind sie offiziell eine Familie. Eine Familie. Jetzt. Stiefsohn. Stiefbruder. Jetzt ist es offiziell. Ich find's cool. Und dann, wenn der Barmixer da hinten endlich seinen Platz gefunden hat, dann können wir hier mal was trinken. Manieren, was ist denn? Was machst du? Wieso manieren? Wieso sind man gegen Manieren runter? Was tust du die ganze Zeit? I don't understand this. Was ist denn los? Wo ist der Barmix? Ich verstehe das nicht. Kommt er vielleicht dann nicht ran oder was? Kann einer von euch mixen? Getränke zubereiten? Getränke für alle zubereiten? Mach doch mal sowas. Wieso bist du wütend? Oben zu Eis und Fernsehen so heftig wie. Wie was betrogen? Was ist denn los? Ja, er ist sowieso. Das kann man nicht ernst nehmen. Das ist sowieso eifersüchtig, sobald sein Freund mit irgendwen anderes redet. Außerdem brauchst du dich gar nicht melden hier. Ach, komm. Du gehst jetzt mal für alle ein was. Funktioniert das jetzt endlich nur wegen diesem bescheuerten Fenster? Ist es nicht gegangen? Er ist tobend vereifersucht, weil er glaubt, dass. Leon betrogen hat. Ich glaube einfach, dass sie ihn anflirtet und. Ich meine, sie ist, glaube ich, auch. Sie ist einfach albern. Wahrscheinlich hat sie ihn angeflirtet, weil er flirtet sicher niemanden. Nein? Leo? Kann es sein, dass zwischen den Zweien sowieso irgendwie was nicht stimmt? Zuerst Bernhard, der mit Anne fast ins Bett geht. Jetzt... Okay, nein, es ist doch nicht passiert, Gott sei Dank. Irgendwas ist bei den beiden. Irgendwas ist bei den beiden nicht ganz richtig. Irgendwas ist bei den beiden nicht ganz richtig. Ja. Du darfst hier kokett und leidenschaftlich sein und alles, ne? Okay, wen findest du attraktiv? Hihi. Das ist okay. Du darfst die attraktiv finden. Du kannst dir dich freundlich vorstellen. Ihr gegenüber mal. Das ist okay. Sie ist ein Teenager. Okay. Ein Teenager. Sie schaut creepy aus. Ich style sie schnell um. Ja, ich habe sie jetzt umgestylt. Richtig eine hübsche, muss ich sagen. Und ja, mal schauen, was so zwischen den beiden läuft. Von Wolken geblendet. Die zwei sind. Die ist in ihrer Hochzeitskarte. Das ist sehr toll. Ich würde sagen, mal, ich werde ihnen mal. Okay. Ich soll mal ein. Ich will, dass du ein Techtelmechtel machst jetzt. Mechtel? Willst du? Da. Ihr macht jetzt mal ein Techtelmechtel. Wieso geht ihr nicht da hinten hin? So. Ich mach das jetzt über den Wicked Mod. Ja, die zwei sollten noch. Ich. Unterhalten, bevor sie wieder abhauen kann. Da reden wir mit über heiße Temperaturen. Das ist doch auch was. Umblödeln. Wer ruft dich an?
Danke. Danke, danke, danke. Ah, wie cool ist das? Hat ihr das nicht so gefallen? Okay, okay, ja. Man kann ja immer mal Foto teilen. Wieso haben wir Geld bekommen? Nach Tag fragen. Warum haben wir Geld bekommen? Aber so im Großen und Ganzen, das Gepixel da hinten sind Bianca und Christy! Und du solltest... Ich würde gerne den Ganzen auf den Grund gehen, was da zwischen euch ist. Könntest du vielleicht mit ihm romantisch einen Kuss hauchen? Schauen wir mal. Okay. Okay, okay. Er fühlt sich wieder wohl. Also, da ist nicht. Gehen mal küssen. Er ist einfach nur so eifersüchtig. Er ist ja ein Vollidiot eigentlich, ne? Aber bei denen ist das Romantische auch runtergegangen. Feeling flirty. Ja, aber hier ist niemand, mit dem du flirten kannst. Und jetzt musst du Pipi. Wo sind denn die Toiletten hier eigentlich? Achso, da hinten, stimmt, ja. Stimmt, ja. Wieso wart ihr eigentlich jetzt weit hier drinnen? I don't know. Seid ihr denn jetzt schon fertig? Dann könntest du hier mal freundlich vorstellen. Versuchen vorzustellen. Die kennt ihr die Haltung. Oh. Können wir trotzdem fürs Kommen danken, auch wenn ihr euch überhaupt nicht versteht? Dafür kommen danken. Und was machst du? Oh. Und du bist auch krank. Na toll. Na toll. Also ich bin... Ja, also sie versuchen, glaube ich, ihre Beziehung irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, die zwei sind nicht mehr wirklich so... Ich glaube, die sind nicht wirklich mehr so glücklich miteinander. Ja, Bernhard ist ja, glaube ich, eifersüchtig, was ich weiß, ne? Ja, er ist ja eifersüchtig. Das heißt, zwischen den zwei wird es sowieso immer krachen, weil... weil Bernhard halt immer denkt, ja, gehen sie extra raus. Weil Bernhard immer denkt, ja, Leo betrügt ihn und... Ja, Leo wird halt irgendwie so sich ein bisschen eingeengt fühlen auch. Ich weiß, dass das da drinnen schon mal geklappt hat mit Techtelmechtel. Ach so, ihr, bei euch beiden geht das, ne? Bei euch beiden geht das. Das ist ja sehr interessant. Mit Schuhe. Holt die Kerzen aus! Die haben ihr erstes Techtelmechtel. Das stimmt nicht. Du bist energiegeladen. Du verstehst dich nicht mit Philipp. Das wundert mich nicht. Philipp ist einfach zu jedem gemein. Als würde er herkommen, nur um gemein zu sein. Zu alle. Naja. Es ist jetzt eh schon vorbei. Lukas hat jemanden kennengelernt. Die... Yes. Oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird. Okay, ich nehme eh schon voll lange auf, aber das ist wahrscheinlich mit dem Umstyling. Die Hochzeit war so eigentlich ganz schön, finde ich. Ich fand schön, dass wir doch sehr viele von der Family einladen haben können, auch wenn wir einige nicht mehr kennen, aber das, keine Ahnung, warum die Sims hier sich gegenseitig vergessen, obwohl hier auch Geschwister sind teilweise. Ja, Leo und Bernhard, ich weiß nicht, wie das mit den beiden weitergeht.
Es ist auch halt so, dass Leo Bernhard eigentlich keinen Heiratsantrag gemacht hat. Und Bernhard wird das wahrscheinlich auch fuchsen irgendwie. Und jetzt die Hochzeit von Bianca und Christy. Ja, wird halt auch nicht so wirklich dazu beigetragen haben, dass das Verhältnis zwischen den beiden besser wird. Ich glaube, die zwei werden sich irgendwann trennen. Spätestens dann, wenn Leo ein Senior ist. Und ja. Und die kleine Anne, die hat es fast hinter den Ohren. Also, da werden die noch einiges zum Tun haben. Sie verträgt sich mit Philipp. Denkt, dass er attraktiv ist. Bitte nein, Mädchen, lass das. Lass es bitte. Ich hätte die zwei flirten lassen können miteinander. Und ich habe gerade gesehen, dass die kleine Lisa Marie, die Tochter von James, gealtert ist. Ist schon ein Kind. Schau die an. Wendy, ach nö, leider nicht, Wendy. Heute nicht, das müssen wir ablehnen. Ich beende jetzt den Part. Ich beende den Part. An dieser Stelle, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ich hoffe, er war euch nicht zu langweilig. Es hat eine wunderschöne Hochzeit gegeben. Es gibt viel Raum zu Spekulationen in dieser Family. Ja, wie ihr wisst, meine Family chaotisch ohne Ende. Jeder macht, was er will und ich drehe irgendwann noch durch mit ihnen. Ich habe jetzt die Facecam wegmachen müssen, weil es gestockt hat. Ich beende jetzt eh an dieser Stelle den Part. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, sie ist nicht zu lang. Und das nächste Mal sind wir wieder bei Erik und Philipp und Simon und Moritz und mal sehen, was da dann abgeht. Ihr habt gesehen, Philipp ist sehr gemein zu einigen gewesen. Keine Ahnung, was er zu die Leute gesagt hat, aber er wird, ja, er ist das Böse in Person, wie es aussieht. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.